Ich habe hier irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Ich meine, die Stelle kenne ich. Das meinte ich. Autsch! Herzlich willkommen zurück zu meiner Ferienreise durch Nevis Gaine von Seven Days to Die und bei meinem Besuch im weltberühmten Dishong Tower. Ich bin bisher ja in den dritten Stock gekommen. Und tja, ich habe noch viele Stockwerke vor mir. Und viele Zombies. Wer? Wo? Hallo? So geht's. Hey, doch draußen. Draußen oder drin? Wer macht denn hier so Krach? Hallo? Zombies? Ich glaube. Der Krach kommt von drin. Okay, hier unten bin ich erstmal, soweit es geht, alleine. Um in den dritten Stock zu kommen, muss ich durch eigentlich durch den Fahrstuhlschacht. Da gibt es eine Notleiter an der Seite und das ist nicht ganz ohne. Ich werde jetzt den leichteren Weg über das Treppenhaus nehmen. Das mache ich mal gleich ein bisschen schöner hier. Nachteil ist, dass ich hier ein nachbauen muss, aber das ist auch kein Problem. Treppen habe ich hier. Was nehmen wir denn hier? Eine vernünftige Treppe. Einmal drehen, danke. So. Gut, das ist erst der erste Stock. Hier muss ich wieder nachbauen. So, das reicht. Reicht vielleicht auch nicht. Naja. So. Ja, hier sollte man vielleicht noch was hinsetzen. Dann nehme ich aber wieder einen normalen Block. Danke. Und den kann ich hier nicht hinsetzen, weil hier so ein Rand ist. Aber wenn man so beschädigte Blöcke hat, obwohl das hier Beton ist, hat das nur einen Hitbox von 500. Nein, das ist nicht der Rand, den ich hier gerade anvisiere. Da, 500. So. Okay, jetzt kommen wir da klar. Jetzt muss ich nur noch einmal durch die Tür. Und ich bin wieder im dritten Stock. Wer randaliert hier denn so? Hier auf diesem kleinen Balkon, da waren wir schon. Mal gerade gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Richtig, jetzt erinnere ich mich wieder. Die berühmten Bretter. Hier wollte ich noch mal ein bisschen looten. Das brauchen wir natürlich gar nicht mehr. Das schmeiße ich gleich weg. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich mitnehme. Denn viel Platz habe ich nicht. Ich glaube, die brauche ich auch nicht mehr. Da brauche ich nicht jedes Mal da über die Bretter zu hüpfen. So, weiter geht es hier nicht, sondern der Weg ging jetzt hier hoch. Oh. Es wird schon wieder schwierig, ich sehe es. Tut
die Zombine hier rum? Es hört sich fast so an. Schaltschränke, hier gibt es viel Elektronik. Hier noch keine Zombies. Nein, ich loote jetzt nicht. Ich will erstmal die Dame erwischen, die hier so einen Krach macht. Ne, hier ist auch nicht. Keine Ahnung, wo die steckt. Solange sie die Zombies hier nicht wach macht, alles okay. Ach, da ist der Stuhl im Wege. Gott sei Dank ist er nicht wach geworden. Da liegt auch noch einer hinter. Die sind Gott sei Dank normal. Die haben keine leuchtenden Augen, sind also nicht rasend wütend oder englisch feral. Deswegen sage ich immer feral. Mo. Oh. Nein, ich kann momentan zu wenig mitnehmen. So, hier sind wir hergekommen. Hier geht's weiter. Der junge Mann war am Kaffee kochen. Er wollte Kaffee trinken. Nein. Aus. Unfreundlich, meine Herren. Schade. Der Automat ist leider kaputt. Da pennt noch jemand. So. Ich wollte gerade schon was sagen. Trifft doch. So, damit wir hier mal vorwärts kommen. Oh, noch mal. Und Doggy. Doggy McDogDog. Au! Und ich habe Hunger. Ja, dann esse ich doch was. Ich bin sogar leicht verletzt. Das ist ideal. Ich habe nämlich Champ Chowder gefunden und Champ Chowder halt 80 ja, Gesundheitspunkte. Also viel, viel mehr, als ich hier überhaupt brauche. Aber die 53 Food nehme ich natürlich gerne mit. Also Jus. So. Interessant übrigens, wenn man Champ Chowder isst, bekommt man eine leere Dose wieder. Es gibt zwar viele Rezepte, wo man mit Dosen oder mit dem Inhalt von Dosen kocht, aber nur bei Champ Chowder kriege ich eine Dose wieder, weil dann natürlich auch Cem mit zum Rezept gehört. Das ist eine Kuriosität, sagen wir es mal so. So, hier sind wahrscheinlich keine Zombies mehr. Der gute Ben hat nichts zu verstecken. Hier ist noch ein Zombie. Oh! Gelbe Augen! Au! Jetzt habe ich den Stuhl statt ihm erwischt. So. Champ Chowder bringt übrigens noch ein bisschen mehr. Das sieht man jetzt links unten an meiner Anzeige. Also erstmal ernährt mich das noch ganz gut. Und ich habe sogar noch einen Speed-Bonus bekommen. Und zwar für 6 Minuten. Das ist nicht schlecht. Okay, lasse ich ihn die Sachen kaputt machen hier. Danke. Er kommt da ein bisschen durcheinander, wenn er die Scheibe kaputt macht. Oh, er aber. Schon wieder mit gelben Augen. Na? Ich wollte gerade sagen, du bist doch mit. Die waren zu dritt hier drin. Okay. Hm, ein Edelbüro. Der Safe ist leider schon offen. Und ich habe schon wieder was schnarchen hören. Andere Safes gibt es hier nicht. Ah, hier sind schon wieder Cubicles. Diese berühmten Arbeitsplätze. Gut, dass da so schnell der Kopf weggeflogen ist. Ja, Toiletten, da verstecken sie sich auch immer gerne. Hier mal nicht.
Ich wollte gerade sagen, aber hier? Nee, auch nicht. Hier habe ich keinen übersehen. Aber den Herrn habe ich übersehen. Der stand in der Ecke. Und der hat schon wieder alle anderen wach gemacht. Ich hoffe, die haben ihre Haustiere nicht auch alle mitgebracht, dass das eben der einzige Dobermann war. Aber man muss hier mit allem rechnen. Ich höre mehr Trappeln. Ich glaube, das ist immer noch die Dame, die draußen irgendwo rumklopft. Schade. Die Schreibtische sind alle zu. Sind alle auf. Umgekehrt. Und demzufolge kann ich sie nicht durchsuchen. Nee, hier ist einer, der... Da sind alle Schubladen zu. Das heißt, den kann ich durchsuchen. Den kann ich nicht durchsuchen. Die Schubladen stehen auf. Oh. Interessant. Armbrustarbeit. Wo wir schon mal dabei sind. Wo wir schon mal dabei sind. Wenn man Waffen wie zum Beispiel hier die Magnum hochgeperkt hat und eventuell noch die passende Munition drauf hat, kann man solche Zombies, die direkt hintereinander stehen, teilweise mit einem Schuss erledigen. Das heißt, die Kugel fliegt dann durch und erledigt die dahinter stehenden auch gleich. Ist natürlich sehr cool, gibt es aber erst, wenn man wirklich richtig hochgelevelt hat. Das dauert. Ich muss mal zusehen, dass ich hier weiterkomme. Hier geht es jetzt offiziell übers Treppenhaus weiter. Hier geht es nicht weiter. Da drüben, ich glaube, da waren wir, ne? Ja. Ich könnte mir jetzt schon mal hier die Treppe so weit, wie es geht. Nein, 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 nein. Ich wollte sie nicht setzen. Gib mir den Block nochmal her. Den will ich wieder aufheben. Hallo? So, pick up, genau. Ich wollte hier mir ein anderes Shape aussuchen. Und zwar wieder Treppenstufen. Okay. Wenn wir schon mal dabei sind, machen wir das richtig hier. Okay, das war jetzt auch kurios. Ein Schwein im Treppenhaus. Aber da ist die junge Dame. Ist das vielleicht die Dame, die die ganze Zeit hier rumgebölkt hat? Das finde ich hier so ein bisschen... Jo, das ist sie. Einmal in den Hintern, einmal in den Hinterkopf. Und hier steht nochmal wieder auf. Ja, gut. Ah ja, leuchtende Augen. Dann halten die Zombies auch ein bisschen mehr aus. So, das hauen wir mal weg. Hier nehme ich wieder den normalen Block. Hier brauche ich ja keine Treppen. So. Dann kann ich von hier nämlich auch gut schön... schnell mal wieder runter, um meine Taschen zu leeren. Das ist ganz praktisch. Das ist hier auch so ein bisschen... Naja, wenn man ganz am Rand lang läuft, ist es eigentlich auch kein Problem. Okay, von hier kamen wir. Hier geht's weiter. Da könnte ich auch schon wieder reparieren, aber... Nächster Stock. Ich glaube, dieser Stock, der befindet sich noch im Ausbau. Hier ist Baustelle. Baustelle bedeutet Schluck. Viel Bauarbeiter. Wo ist denn das Leder her? Ich repariere mal gerade meine Pistole. Die brauche ich
Ja, sehr oft und häufig. Fair. Die ist einfach wunderbar, weil sie leise die meisten Zombies erledigt. Das ist leider nur eine Leiche, aber hier stehen die Zombies. Und Bauarbeiter, vor allem wenn sie feral sind, die schlucken leider eine ganze Menge. Eventuell ist das auch eine Gelegenheit, wieder mal ein bisschen meine Armbrust mehr einzusetzen. Na, hier hinter? Nee, in der Ecke. So. Zwei weg. Jack, der Hausmeister, da mache ich mir nicht ganz so viel Sorgen. Denn der hat keinen Helm. Aber Helme bringen nicht nur Survivern was, sondern auch Zombies. Ja, laden sollte man schon. Falls es normale Zombies sind, sind die eigentlich auch mit einem Schuss aus der Pistole niederzustrecken. Aber wenn sie feral sind. Noch jemand da? Kno. Okay, bei ihm sieht man eindeutig leuchtende Augen. Da gehe ich kein Risiko ein. Ich bin ja schon verletzt. Apropos verletzt, habe ich noch irgendwas, was ich auf der Tasche habe, was ich loswerden kann? Das Leder. Zwei Leder. Ich werf's mal ab. Ich meine, dem Schwein habe ich ja nichts getan, das da durchs Treppenhaus torkelte. Ah, ich habe aber vorhin einen Zombie gehabt und wo ich noch gesagt habe, Mist, jetzt habe ich stattdessen den Bürostuhl getroffen. Das Leder kam vom Büro. Au, ja, 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 ja. Genau die meinte ich. Ja, der guckte mich jetzt gerade. Hä, von hinten? Wo kommst du denn her? Mist. Und auch schön ausgewichen. Jack. Ich stelle mir gerade vor, also ich, der Hausmeister heißt wirklich nur Hausmeister offiziell. Ich nenne ihn immer Jack, weil ich immer finde, er sieht aus wie Jack Nicholson. Und ich habe mich gerade gefragt, hat Jack Nicholson jemals einen Zombie gespielt? Wenn ja, kann ich mir das gut vorstellen. Aber teilweise sieht er so ein bisschen aus wie in Shining. Ich komme von hinten. Okay, das war's. Jetzt kommt wieder ein bisschen Parkour. Mit viel Spaß und frischen Bauarbeiter-Zombies. Übrigens ein Geheimtipp von einem Profi. Vergesst das Nachladen nicht. Wie es mir immer wieder passiert. Bam. Ja, hier komme ich leider nicht drauf. Egal. Gehen wir zu Fuß. Das sind zu viele. Ui. Wo sind sie? Da sind sie. Nein, Jack. Oh. Einer da, einer da. Von mir aus. Fallt doch, wie ihr wollt. Wow.
ich das kaputt machen? Bin ja nur mal neugierig. Ah, Panzerglas. Da würde ich nicht durchkommen. Und hier gibt's. Wow. Gute Munition. Und was haben wir hier? Tactical Assault Rifle. Rifle Parts. Es ist nur eine Zweier. Ich habe hier noch meine AK. Und ich meine, eine bessere Tactical Assault Rifle habe ich zu Hause. Daher tendiere ich jetzt doch, die statt zu reparieren, eher zu scrappen. Und ich hoffe, dass ich dann diese... Mist, ich kriege die Teile nicht. Machine Gun Parts, ja, ich hätte es mir gedenken können. Die Rifle Parts sind wirklich nur hier für die Hunting Rifle oder für die Lever Action Rifle. Ich wollte da eigentlich nur einen Slot sparen. Oh, hier gibt es wieder was zu essen. Ich habe auch schon wieder Hunger. Das ist hier eingedostes Hühnchen, Chicken. Und normalerweise sammle ich ja Dosen, weil ich da was Besseres raus kochen kann. Aber für Chicken-Dosen, für Hühnchen, gibt es kein Rezept. Das heißt, also wenn ihr die Dosen findet, könnt ihr euch die gleich hinter die Binde schieben. Scrap. Red Tea. Trinken wir auch am besten gleich. Red Tea sorgt ja dafür, dass ich eine bessere Verdauung habe. Das heißt, das Essen hält auch ein bisschen länger. Und ich sollte spätestens im nächsten Stockwerk mal daran denken, dass ich nochmal mein Grandpa's Learning Elixier trinke. Das habe ich mir, da habe ich mir extra zwei Flaschen mitgebracht. Denn das sorgt dafür... Oh, Gesundheit. Oh, Mann. Hier habe ich wieder das Problem, wenn ich das jetzt aufhebe, bleibt nur so ein blauer Rucksack. Und der sorgt dafür, beziehungsweise der Rucksack, der verschwindet nach 30 Sekunden oder spätestens nach einer Minute. Und auch der ganze Inhalt. Ach, was soll's. Machen wir das einfach so. Ich trinke das schon mal. Dann nehme ich das mit und das lassen wir mal fallen. So. Da kommt aber auch schon der nächste. Alles Ferale. Na komm, wir machen mal ein bisschen Krach. Was soll's. Jetzt muss ich ja so schnell wie möglich viele Zombies umnieten. Ha! Noch ist er da. Use. Ich habe jetzt eine Verletzung. Use. Use. Und auch wenn ich es nicht brauche, use. Alles ideal ausgenutzt. So, 3 Minuten läuft das Learning Elixier noch. Das sorgt nämlich dafür, dass ich 20% mehr XP bekomme. Da geht es hoch in die nächsten Abteilung. Oh ne. Okay. Vorsicht. Hier möchte man ungern runterfallen. Naja, ganz so tief fällt man nicht. Hier hoffe ich, dass es... Ja, da geht's raus. Okay, Dishang Tower, nächstes Stockwerk. Hier scheint wieder alles fertig zu sein. Ah, Gym. Hier ist, kann man sich sportlich betätigen, wenn man in der Mittagspause das Gefühl hat, zu lange an seinem Arbeitsplatz, an seinem Schreibtisch gesessen zu haben. Da gibt es nichts Vernünftiges zu trinken. Hier kann man eine Runde schwimmen. Oder sagen wir es mal so, man konnte. Gibt es noch einen Kaffee? Oh ja, immerhin. Ich habe zwar keinen Durst mehr, aber... Ich trinke mal was. Schaden kann es nicht. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass meine Ausdauer sich schneller regeneriert. Ah, der war wieder feral. Da komme ich dann mit einem Schuss nicht klar. Oh! Der ist mehr als feral. Der ist grün. Autsch.
Aber egal, dafür bringt er besonders viel Punkte. Und da ich ja noch unter Grandpa's Learning Alex hier stehe, gibt das für mich auch mehr XP. Da steht auch noch einer. Eine. Zwei davon. Fangschuss. Beziehungsweise Double Tap. Also eine Kugel zu viel schadet nie, wenn ihr nicht wollt, dass die Zombies hinter eurem Rücken wieder aufstehen und euch dann von hinten angreifen. Oh, Sugarbutts, ich habe keinen Platz mehr. So, hier sind die Umkleiden und hier ist das Schwimmbad. Ich kann da nochmal in die anderen Umkleiden gucken, ob da eventuell noch jemand lauert. Dann auch wieder von hinten kommt. Nein. So. 30 Sekunden. Kriege ich noch gute Punkte. Oh. Okay. Es sind reichlich Zombies da. Ey. Reicht's aber hier. Stirbt doch endlich. Autsch. Oh Gott. Ich bin verloren. Ich habe mir mein Knie angeschlagen. Schnell erstmal das Knie verbinden. Das ist hier bei Knie jedenfalls ganz wichtig. Und jetzt bin ich 10 Minuten... ja, derangiert. Also Aufschürfungen sind mit die schlimmsten Wunden, die man hier in Seven Days to Die haben kann. Also Knochenbrüche, naja gut, die brauchen auch Zeit zu heilen. Aber die Aufschürfungen, die heilen genau, brauchen genauso lange wie die Knochenbrüche. Das ist... oh, hi. Kriege ich da noch Punkte für? Zappel nicht so rum. Na! Mir noch mehr? Mit Sicherheit. Okay, es geht wieder nach draußen. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden. Nee, das ist mein Kaffee, der hier gerade noch wirkt. Tap, tap. Ah, ich bleib lieber wieder leise. Sicher, sicher. Von oben. Ey, und von hinten. Die Dame hat Yoga gemacht, zusammen hier mit dem Crawler. Double Tap. Ah! Das war übrigens ein Crawler mit leuchtenden Augen. Und den Bullen, den erledigen wir lieber so. 1320 XP. Wow. Ich gucke immer mal so ein bisschen auf die Decke. Manchmal haben Decken Löcher und dann stehen die ganzen Zombies da oben und springen runter. Unschön, wenn man unten schon genug Zombies hat. Aber wir haben hier eine ganze Menge Zombies, glaube ich, wach gemacht. Ich mache hier noch keine Bautätigkeiten, solange hier Zombies rum. Geiern. Rumzombien. Ich befürchte, die sind schon wieder im nächsten Stockwerk wach geworden. Das könnte sein. Wo, Kinders? Wo seid ihr? Nicht, dass hier doch jemand durchbricht. Irgendwie habe ich hier nämlich den Verdacht, dass hier die Decke nicht so stabil ist, wie sie sein sollte. Okay. Da waren wir. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich sorge trotzdem erstmal dafür, dass ich hier ein bisschen besser abhauen kann. Bitte wieder die Treppen. Gott sei Dank merkt er sich hier oben auch
die Shapes, die ich mir besonders gerne aussuche. Und nochmal. Solange ich ganz um die Ecke gehe, rutsche ich hier auch nicht runter. Na, 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 na. So rum. So. Okay, der Weg nach unten ist frei. Das größte Problem ist, natürlich öffne ich hier auch den Zombies Tür und Tor. Aber ich finde einen sicheren Rückweg. Einmal in den Hintern. Einmal noch in den Kopf. Sicher, sicher. Habe ich dich übersehen oder kamst du von draußen? Das wäre jetzt die Frage gewesen. Hier stand noch was. Das scheinen Zombies schon kaputt gemacht zu haben. Ich glaube, ich nutze gerade mal die Gelegenheit und gehe mal runter, um meine Taschen zu leeren. Ja, die kommen von unten. Und damit von draußen. Nein, 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 nein. Gut, dass ich am Nee, ich war gar nicht mal am Schleifen. Ja, komm. Nehmen wir mal die Dick. Wo ist denn der Fell Right hin? Hallo? Da ist er. Egal. Ja, wer nach möglichst gruseligen Zombies sucht, das ist das Schwein. Das hat einen Freifahrtschein, das darf hier rumlaufen. Solange ich nicht einen Schweinehunger habe. Liegen bleiben. Okay. Ich habe hier ja außerdem keine Aufgabe. Das bedeutet, dass ich eigentlich auch kein Problem habe, zong, 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 schnell mal wieder auf die Straße zu gehen. Aber ich habe auch direkt neben dem Gebäude, wo ich eine Aufgabe habe, geparkt. Das heißt, hätte ich hier tatsächlich irgendwie so eine Fetch and Clear oder nur eine Clear-Aufgabe, könnte ich trotzdem meine Tasche bei Zeiten immer... Die drei von der Tankstelle, guckt sie euch an. Boah, halt die Klappe. Shotgun. Wow. Und gleich schon wieder noch... Wow. Also Munition sammle ich hier ohne Ende. Na, einer Ratchet. Das... Ich glaube, das grab ich mal. Gut, dass ich den Truck mitgenommen habe mit seinem großen Kofferraum. Ja, ja. Erzähl mehr von zu Hause. Ach, Mo. Du bist das, dann macht das ja nichts. Mo steht wieder auf. Jetzt steht Mo nicht mehr auf. Was? Wie? Ja, die Herrschaften, die sind auch... Oh, sie hatte auch leuchtende Augen, deswegen steht auch sie wieder auf. Wo kommst du wieder her? Von allen Richtungen. Autsch. Habe ich noch Verbandsmaterial? Habe ich. Habe ich Hunger? Habe ich auch. Dann gönne ich mir den anderen Champ-Chowder. Dann spare ich das Verbandsmaterial. Denn also jetzt habe ich erstmal eine ganze Zeit, wo ich sehr schnell wieder heile. Man sieht es schon. Und Champ-Chowder, wie gesagt, 80 Heilung. Du warst hier doch schon. Was willst du hier, Schwein? Naja. Lassen wir es mal. Lassen wir das Schwein Schwein sein. Und wir machen weiter.
Hier waren wir schon. Ja, ich bin schon deutlich höher gekommen. Hier ist die Baustelle. Und hier haben wir gerade ziemlich Schläge bekommen. Yoga. Okay, weiter geht's. Jetzt wieder offiziell durchs Treppenhaus bis hierhin. Oh, hier haben sie mir sogar noch eine Stufe stehen lassen. Das nutze ich gleich mal aus. Oh. Wo wir dabei sind. Das ist hier nicht ganz so schön, aber wie gesagt, wenn man sich am Rand hält, ist es eigentlich kein Problem. So, ich schleiche lieber wieder. Na? Was meint ihr? Also der Dishong Tower, der sah nie besser aus. Vor allem das hier. Das ist richtig gediegen. Also hier gibt es auch ein Restaurant. Aber hier erstmal ein Büro. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hier muss ich aufpassen. Kam was aus der Decke? Das da, das sieht sehr merkwürdig aus. Okay. Ich werde mal hier vorsichtig schleichen. Ich habe hier irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Ich meine, die Stelle kenne ich. Das meinte ich. Autsch! Und warum habe ich die falsche Waffe platziert? Mist! Ist das ganze schöne Champ-Schau da schon wieder weg hier? Raus hier. So, und die anderen, die kommen von unten. Das gibt's doch nicht. Sterb doch mal! Knieschuss! Oh oh! Also manche Waffen. Ich blute. Ich muss mich verbinden. Wow. Auchi bauchi. Das war teuer. Deswegen war ich hier am Schleichen. So. Ich muss mal wieder ein paar Punkte. Oh oh. Ich habe eine Verstauchung. Ich habe alles. Außer mein Knie. Mein Knie ist geheilt. Also es kann gar nicht schief gehen. Ich nehme jetzt erstmal einmal Honig. Damit bekomme ich die Infektion weg. Dann habe ich tiefe Wunden an der. Naja, nicht nur an der Hand wahrscheinlich. Die kann ich mit Sewing Kits einfach nähen. Und blub, bin ich wieder gesund. Also gesünder als vorher. Nur der Knochenbruch, den kann ich nicht so ohne weiteres heilen. Aber da gönne ich mir einmal eine Spritze Steroide. Die sorgt dafür, dass ich weiterhin mich normal bewegen kann, springen kann. Ohne dass ich hier eine Zeitstrafe für die Heilung bekomme. Das ist außerdem eben nur ein Sprained Leg, also eine Verstauchung. Das ist kein Beinbruch. Und deswegen dauert das mit der Heilung auch nicht allzu lange. So, ja. Ich bin wieder halbwegs. Naja, gesund ist was anderes, aber dafür, dass das doch ziemlich kritisch war, muss ich sagen, habe ich das ganz gut überlebt. Oh, die Dose weg. Scrap. Ich habe wieder. Oh. Munition, aber nicht genug Munition. Ich werde mal jetzt eine Sache machen. Ich wechsle hier mal die Waffen. Für solche Waffen oder für solche Situationen wie eben ist es besser, eine Automatik auf der Hand zu haben, die ein bisschen schneller und ein bisschen effektiver Zombies killt. Das hätte nämlich eben auch
für mich den letzten Augenblick geben können. Oh, was ist jetzt noch wieder? Ich wusste doch, dass die unter der Decke waren. Die Decke kriegte ich nur nicht kaputt geschossen. Irgendwie hatte ich hier ganz, ganz schlechte Erfahrungen. Und man sieht auch weswegen. Hier bricht jetzt der Boden ein. Und man sieht auch, deswegen kam ich auch schon drauf, dass unten der Yoga-Raum, wo ich schon irgendwie so ein dumpfes Gefühl hatte. Ich denke, oh, sei bloß vorsichtig. Jetzt weiß ich auch warum. Oh, eine schöne Brille. Wow, Loot-Bonus plus 5. Die ist sehr selten. Es gibt solche Lucky Goggles, die sorgen dafür, dass man beim Looten eine etwas bessere Chance auf gutes Loot bekommt. Und da gibt es welche, die um 3% den Loot-Bonus oder um 3 Punkte, ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird, steigern. Dann gibt es welche mit 4. Und die besten Brillen, die aber sehr selten sind, bringen plus 5. Ich nehme sie mal mit, obwohl ich muss sagen, in meinen Spielen habe ich irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass das wirklich was bringen würde. Aber wie gesagt, wer gerne mal mit Lucky Goggles spielt und ihr eine plus 5er findet, nehmt die. Ah, hier ist doch mal einer im Klo. Ich wollte schon sagen. Ah, Double Tap. Was ist denn jetzt wieder los? Triple Trappel. Ah, hier sind mehrere im Klo. Ah! Nanu? Der zweite Schuss hätte eigentlich schon treffen müssen. Das war eigentlich ein Headshot. Naja. Okay, hier kommen wir ins Restaurant. Hier sieht man auch leicht, wir kommen jetzt an die Grenze, wo die Shaw Tower stark angedengelt ist. Aber im Inneren sieht das alles noch sehr gediegen aus, sehr schön gemacht. Zombie stören natürlich. Die muss man mal gerade entfernen. Der ist während der Vorführung eingeschlafen. Ha! Aber die Sängerin, die haben sie auch gleich verspeist, habe ich das Gefühl. Die sieht nicht mehr vollständig aus. Oha. Ah ja, und hier geht's in die Küche. Ich hoffe, ich habe alle Zombies erwischt. Nicht, dass sie wieder in meinem Nacken langkommen. Ich überlege gerade hier, das deckt doch. Wie sieht das mit Essen aus? Ich könnte eher was trinken. Oh, ich habe noch Mega Crush. Run Speed plus 50%. Naja, falls ich irgendwann mal schnell abhauen muss. Tom, der Koch. Erstmal schön um die Ecken linsen, bevor ich mir hier die Küche in Gemütsruhe an. Noch ein Tom, der Koch. Das ist unfair. Den wollte ich so schön erwischen, dass er, wo er am Schlafen war. In der Zwischenzeit kommen die anderen Zombies und machen alle rebellisch hier. Frechheit. Lasst eure Kollegen doch schlafen. Was ist denn das? Hier sieht man übrigens noch eine Sache, die ich eben gemacht habe. Ich habe ja die Steroide genommen. Die sorgen, wie gesagt, dafür, dass mich die Verstauchung nicht stört. Ich kann auch springen. Ich bekomme
da keine Zeitstrafe für. Normalerweise wäre es so, wenn ich springe, dann ja, mache ich irgendwelche Schmerzensgeräusche und die Heilung dauert länger. Und mit den Steroiden passiert das halt nicht. Und das Schöne ist, 7 Minuten Verstauchung, 10 Minuten Wirkung der Steroidspritze passt. So, ich wollte mir gerade mal hier die Auslagen angucken. Da könnte ich nämlich Gammelfleisch finden. Ich weiß gar nicht, ob ich viel Gammelfleisch brauche. Ich glaube nicht. Aber man findet dann auch öfter mal Saatgut. Und Saatgut ist ja nun wirklich sehr, sehr wertvoll in 7 Days to Die. Hier gibt es noch ein bisschen was zu trinken. Und 2 Kornmehl. Ja, dann trinke ich lieber. Und das Kornmehl lasse ich mal Kornmehl. Oh, die Öl. Oh, Essen. Use. Ist nicht viel. 5 Health gibt es da immer noch für. Ich brauche momentan ein bisschen mehr Gesundheit. Aber die Gesundheit kommt. Und schlimmstenfalls, ich kann ja auch noch Painkillers nehmen. Die machen dann nur Durst. Aber ich habe ja auch genug zu trinken. Vielleicht ist das sowieso mal eine Idee. Use. So, wumm. 140, 154. Es bringt richtig Gesundheit, nur macht einen feinen Durst. Aber Getränke findet man hier ja auch überall. Ah, altes Geld und Plastik. Plastik habe ich extra dafür noch auf der Tasche, weil man hier eigentlich ziemlich. Pilze, vor allem Pilzsporen. Sehr wertvoll. Jetzt packe ich mich schon wieder voll. Weil hier ist so viel Gammelfleisch. Oh. Habe ich noch Hunger? Nee, ich habe momentan keinen Hunger. Aber das nehme ich mal mit. Hier wäre noch mehr zu essen. Ach ja. Hier zahlt sich. Boy. Hier zahlen sich die Steroide auch wieder aus, weil ich natürlich springen musste. Das hätte normalerweise wieder eine Strafe gegeben, aber mit Steroiden easy. Ah, ein Weinrestaurant. Wines. Deswegen auch hier die Weinfässer. Ne, die Flaschenschränke. Ohne Weinflaschen. Und da geht es dann weiter nach oben. Das ist aber eine Leiche, Leute. Das ist kein Zombie. Die Zombies sind hinter der Bar. Oh, zu dritt sogar. Liegen bleiben. Von dem sehe ich wieder keinen Kopf. Ein bisschen reicht. Das passt wenigstens. Und nochmal richtig was zu trinken. Aber das passt jetzt wunderbar, weil ich ja gerade eben eine Schmerzpille genommen habe. Und die macht Durst. Und damit kann ich jetzt wunderbar meinen Flüssigkeitsverlust wieder ausgleichen. Das ist hier. Was sehen denn da meine entzündeten Augen? Da haben sie ja richtig Munition versteckt. Mist. Muss ich jetzt viel essen? Wie viel Munition habe ich hier auf der Tasche? Alles Munition, nur das, was ich nicht brauche. Ne? 9 mm, weil ich meistens hier mit der Pistole schieße, da hätte ich mehr gebraucht. Ach, schwierig. Problem, das zerfällt wieder. Ne? Bupp. Aber vielleicht kann ich einfach mal was hier in den Schrank legen. Was legen wir dann am ehesten hier? Handgranparts, 2 Stück. Dann nehme ich lieber hier diese Sachen.
Ich muss mal, wenn ich zurückgehe, an diesen Schrank denken. Keine Ahnung, ob ich das tue, aber ich werde es versuchen. So, ich glaube, die Folge ist schon wieder ziemlich lang geworden. Ich ruhe mich hier erstmal ein bisschen aus. Ich muss noch ein bisschen meine Wunden lecken. Und es geht ja noch weiter. Der Dishonk Tower ist groß. Er ist verdammt groß. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir ihn aber bis zur Gänze besuchen können. Das Dach kommt ja auch noch. Und bei solchen POIs weiß man, das Dach, da geht die Sache nochmal richtig ab. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.